So, da sind wir bei Bioshock. Weiter geht's. Wir sind auf der Suche nach einer Kamera. Ich habe zwar sehr viele kaputt gemacht, aber wir brauchen eine spezielle. Eine ganz spezielle, um uns Zugang zu Fountain Fisheries zu besorgen. Oh Gott, da sollte ich nicht reinlaufen. Wenn mein Leben lieb ist, sollte ich da nicht reinlatschen. Ich kann das Ding einfach rausschlagen. So, oh. Du hast nichts gesehen. Beweis mir doch mal, dass ich da drin war. Na, dachte ich mir. Besser für dich. Immer mit der Ruhe, immer mit der Ruhe. Wir brauchen hier doch jetzt keine Panik zu bekommen. Niemand braucht hier Panik zu bekommen. Runterkommen, alles gut. So, mal hier. Oh, yes. Wir hängen jetzt also Leute auf. So weit ist es mit uns gekommen. Ich mach die Gesetze nicht. Ich wende sie nur an. Aber ich bin nicht nach Rapture gekommen, um Schmuggler dem Henker auszuliefern. Ryan und seine Leute müssen sich entscheiden. Holy shit. Entweder bekommen sie ihre Gesetze oder meine Marke vor die Füße. Okay. Scheint recht easy zu sein, der Safe. Zumindest sagt das die Anzeige. Muss aber nicht immer der Wahrheit entsprechen. Ich kann es auch bei einfachen Saves ganz heftig verkacken. Und das kann ich schon gut. Das habe ich ja schon bewiesen. Okay, ist hier wenigstens überall frei. Eieiei. So, rüber, rüber und nochmal rüber. Sehr gut. Was haben wir hier drin? Dreimal Antipersonenpistolenkugeln, wärmesuchende Panzergranaten und die guten Dollars. Sehr schön. Und so irgendwas, was ich hier vergessen habe. Ich glaube, zwei Maschinengewehre. Wo kamen die denn her? Habe ich die gerade gelegt? Sind das meine Babys? Das ist ein wunderschön. Tommy Gun ist schon eine schöne Waffe. Okay, lass uns mal gucken. Bibeln. Na, die brauche ich nicht unbedingt. Es gibt weniger, was ich noch weniger brauche als eine Bibel jetzt im Moment. What? Zu viele MG-Patronen? Fucking loaded, Mann. Ach du Scheiße. Ich bin aber loaded mit allem hier, ist ja der Wahnsinn. Interrogation Room. Okay. Jesus liebt mich, das weiß ich, weil's in der Bibel steht. Er nimmt sich der Kleinen und Schwachen in der Acht. Fotografiere Gegner mit der Kamera, um sie zu erforschen. Jeder Gegnertyp hat ein einzigartiges Set verschiedener Forschungsboni. An dem er ist. Du hast ihn erfasst. Jetzt machen wir ein paar Fotos von den Spinnenspleißern. Die brauche ich für meine Forschungen. Brauchst gar nicht anzutanzen. Ohne. Oh yeah. Neuer Forschungslevel erreicht. Forschungsbonus für Spider-Spleißer, erhöhter Schaden. So sieht's aus. Für so leicht durchschaubar hältst du mich also. Mach auf, wenn du dir keinen Ärger einhandeln willst. Das ist eigentlich für ein eloquenter Splicer. Das ist der absolute Wahnsinn. Wir glauben, uns vor dem göttlichen Licht verbergen zu können. Wir haben gut. Und dann ist aufgefallen, dass das göttliche Licht nur irgendein Junkie war mit einer verdammt großen Taschenlampe. Das ist mir auch passiert. Wahrscheinlich an der gleichen Stelle. Warum machst du das immer? Weiß nicht, macht Laune. Das Glas, Junge. Kennst du Glas? Wir glaubten uns vor dem göttlichen Licht verbergen zu können. Wir haben uns geirrt. Kann ich das eigentlich fotografieren? Bringt's mir was vielmehr? Nope. Oh Herr, ich hab dich für Geld verraten. Und was hab ich jetzt davon? Verdammtes Ding! Okay. Was ist das? Ist hier vielleicht Splicer? Bist du ein Spider-Splicer? Oh nein, Lead. A Leadhead. Ein Leadhead-Splicer. Bleikopf. Ist auch ein schöner Name. Du glaubst, du kennst mich! Ich bin froh, dass ich dich nicht kenne, mein Freund. So froh, das glaubst du nicht. Du glaubst, du kannst mich austricksen! Wie sie alle verlassen wurden hier. Oh, Gatherer's Garden, hey. Funktioniert nicht mehr.
Ist auch kein Teddy, den Tannenbaum versprochen hat. Ich bin einfach einsam, ich bin allein. Schau mal, aber hier liegt was. Sicherheitssender. Nerven diese verdammten Sicherheitskameras? Markieren Sie Ihre Feinde mit unseren fotoelektrischen Insekten und schon sind die Kameras und Geschütze Ihre besten Freunde. Mach ich mal hier. Gegen Telekinese. Tricksen Sie das Sicherheitssystem aus. Setzen Sie Roboter und Geschütze gegen Ihre Gegner ein. Das ist schon hilfreich. Sehr gut. Die sind erstmal beschäftigt da unten. Das war schön. Das ist ein recht hilfreiches Plasmid, das man immer wieder einsetzen kann. Vor allem, wenn man in Bereichen ist mit vielen Kameras eben. Das ist halt extrem nice. Dass man einfach mal so ein bisschen den Fokus von sich wegnehmen kann. Ach halt, ich kann hier gar nicht mehr lang. Stimmt, da war ja was. Explosiver Durchfall. Und davon viel. So. Bedeutet aber nicht, dass ich jetzt noch meine wirklichen Freunde sind. Holy shit. Die war wahrscheinlich schon angeschlagen, schätze ich mal. Das war ja auch schon fast zu schön hier. Irgendwelche Splicer-Freunde hier, die ich fotografieren kann? Nein. Nicht so wirklich. Diese kleine Sehschneckenfüllung war das entscheidende Etwas, das all meine verrückten Ideen, die ich seit dem Krieg hatte, zu einem großen Ganzen zusammenfügte. Sie heilt nicht nur beschädigte Zellen, sie erschafft neues Gewebe. Ich kann die DNS verändern. Ein Schwarzer kann als Weißer wiedergeboren werden. Ein großer Mensch als Kleiner. Ein schwacher Mensch als Starker. Aber die Schnecken allein sind nicht genug. Ich werde Geld brauchen. Und noch etwas anderes. Was denn? Versuchsperson vielleicht? Oh, habe ich das gesagt. Wer weiß. Wer weiß. Leute, die zugehört haben, wissen es. Ja. Faszinierend. Es gibt Leute, die wissen. Awesome. Diese nervtötenden Automaten, das ist so furchtbar. 6 Mal Ionenschrot kriege ich dafür. Das war echt nicht viel, aber ich nehme es mit. Schon recht. Mir reicht schon, wenn du einfach nur ein bisschen ruhig bist. Was war das denn? Ja, okay. Ich weiß auch nicht, für was für perverse Aktivitäten Peach die Kamera einsetzen will, aber okay. Ich frag nicht nach. Ich bin ja nur der Lieferant im Moment. Alles andere interessiert mich nicht. Wunderschön. Da ist ein Daddy, by the way. Aber ich komme da nicht durch. Ah, shit. Ah, dammit. Das ist genau an der gleichen Stelle, wo wir beim letzten Mal schon gegen einen gekämpft haben. Gut. Jetzt müssen wir erstmal hier lang gehen. Damit vorlieb nehmen. Die Parasiten wollen sich jetzt aber. Es war ein Leadhead. Genau gesehen. Das kann ich selbst machen. Köpf. Das ist noch einer. Na gut. Splices sind eben die mit den Sicheln in der Hand. Man erkennt sie, wenn man sie sieht, definitiv. Also. Nicht die angesehen oder alle weggeschickt haben, habe ich mich wegen des Nachschubs an Fontaines Schmuggler in Port Neptune gewandt, damit ich weitermachen kann. Fontaines Männer sind Schweine. Sie spucken und sie stinken zum Himmel. Aber anders als viele andere hier liefern sie pünktlich und stellen keine Fragen.
Sie haben alle schreckliche Angst vor Fontaine. Er erinnert mich ein bisschen an die Deutschen. So effizient. Es würde mich nicht wundern, wenn er hier unten schon bald das Regiment übernehmen würde. Oh, wow, war awesome. War gerade irgendwo ein Spider-Splicer. Hab's genau gesehen. Der Fucker geht drauf. Wo ist er hin? Ist der down? Nein, das war ein Leadhead. Okay. Keine Panik, war ein Leadhead. Hübsch. Mehr Film, sehr gut. Sie atmet noch. Oh, das ist doch klar. Oh, mehr Film. Sie ist mein Kind. Ich gehe mal mit der Cam rein. Wo hängt sie denn? Wo hängst du, Alte? Ausgetrickst, du Monster. Das ist mein Kind, nicht deins. Wunderschönes Foto. Das war schön. Kann ich nochmal? Weiß gar nicht. Reicht es ihm schon? Ah, ne. Motiv schon. Oh, Strafe. Oh. Jesus Christ. Okay, das ging schneller als gedacht. Ja. Willkommen in der Vita Chamber. Das ist auch noch nicht passiert. Sind ein klein wenig zurückgesetzt worden. Holy shit. Verdammte Spider-Splicer. Oh, die Cam und so. Alles okay. Was machen die denn da? Irgendeine feiert eine Party. Und ich bin nicht drauf, dazu eingeladen. Oh Gott. Seid ihr das? Keine Ahnung. Irgendeiner ballert wildwichsend durch die... Was weiß ich denn? War ja zum Glück nicht so weit. Und gerade noch verkraften. Außerdem bleiben die Gegner tot, das ist das Schöne daran. Also da ist gefährlich drin, by the way. Ich speichere mal ganz kurz an der Stelle. Falls ich wieder meinen Hintern versohlt bekomme. Was nicht so mein Fetisch ist, also. Nee, weiß nicht. Fällt mir Interessanteres ein, was man tun kann. Oh, what? Man befürchtet, dass es zu Ausschreitungen in der Stadt kommt. In solchen Zeiten braucht es eine harte Hand. Den Schmugglern muss das Handwerk gelegt werden. Jeglicher Kontakt zur Oberfläche bringt Rancher ein Stück näher an die Parasiten, von denen wir einst geflohen sind. Holy crap! Holy crap! Sind ein angemessener Preis für uns. Ich direkt drin stand. Das war schön, hä? Ja, die Toniken sind schon ganz nice. Spider-Splice-Organ. Yum yum. Okay, von mir aus. Nein, wir haben es nicht gegessen, glaube ich. Wer weiß, vielleicht haben wir es doch gegessen. Hier noch irgendwas. Shotgun Ammo. Und ein bisschen Wein. Okay, das lohnt sich natürlich. Bandagen sind auch, sehr gut. Ich glaube, es würde auch nicht zählen, wenn ich die jetzt nochmal fotografiere, weil ich, auch wenn ich gestorben bin. Ich glaube, es macht keinen Unterschied. Deswegen verbrauche ich jetzt einfach mal keinen Film, probiere es nicht. Was ist das? Okay, war das ein Hut? Wahrscheinlich. Hier liegt so viel... Es liegt so viel Zeug rum in diesem Spiel. Ah, Medikit da oben. Gut, da ich gerade Film gesammelt habe, kann ich das einfach mal testen. So, was? Zu wenig Punkte, kein Foto geschossen? Laber keinen Scheiß. Nein, okay. Was auch immer. Gefällt ihm nicht so, kann ich verstehen. Judas! Judas? Nein. Du weißt nicht, wie es ist. Was bist du denn für einer? Bist du ein Leadhead? Oh ja, Leadhead. Dammit. Das wäre unser Spider-Splicer gewesen. Wenn ich die Kamera draußen gehabt hätte.
blöd gelaufen. Was habe ich denn hier? Habe ich eigentlich erst ein drittes auch? Nö, okay. Dann muss ich mir eh noch keine Gedanken machen. Willkommen im Zirkus. Ah, sonst spritzen. Ja. Ich habe eigentlich nicht arg viel, was ich brauche. Also. Es gibt nicht viel, was ich brauche. Bestens ausgestattet. Ah, selbst wenn manche Kämpfe nicht so smooth gelaufen sind. Groß und Ganze schon in Ordnung. Ganz ruhig, Atlas. Lass mich mal machen. Für so leicht durchschaubar hältst du sie. Sie wollen das, was uns gehört. Wir müssen unser Hab und Gut verteidigen. Oh, warte mal, ist das Weitersbeißer? Oder? Nein, was? Auch ein Leithead? Neues Tonikum, Dieb. Dieb verleiht ihnen so etwas wie den sechsten Sinn. Sie sehen Dinge, die sie sonst übersehen hätten und entdecken Dinge, die sie sonst liegen gelassen hätten. Man könnte meinen, sie hätten mit Dieb einen Röntgenblick. Hohoho. Ist auch ein Leithead. Ich stehe auf einem Balken, ne? Ich bin nicht im Wasser. Kam ja nicht zu mir. Schade. Dachte, das wäre ein Spider-Splicer. What? Holy shit. Durch den Balken durchgeballert. Durch die komplette Wand sogar. War die Explosion. Holy crap. Also ich glaube, wenn man vorne auf die Linse von der Kamera schießt, ist glaube ich am effektivsten. Bin mir nicht 100% sicher. Oh, ich will mir nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich habe Höhenangst, aber ich glaube, die Linse ist so das Effektivste. Oh no. Das mit Hacken. Haben wir erst 250 Mal in den letzten zwei Folgen gemacht. Oh. Menno. Hatte ich eigentlich anderes vor, aber okay. Da ist noch ein Querding. Noch ein Querding. Wunderschön. Smooth as balls. Und weiter geht's. Oder? Haben wir irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Also wie gesagt, Leute, es kann sein, dass ich das eine oder andere vielleicht vergesse, aber das ist halt auch ein Spiel, wo in jeder kleinen Ritze irgendwas rumliegt. Von dem her hasst mich nicht, wenn ich mal das eine oder andere liegen lasse oder einfach übersehe. Notschalter. Was hast du für dich getan, Vater? Zu dir zur Freude. Das ist doch klar. Was ist das? Du hast mich dazu gezwungen. Das war auch ein Leithead, habe ich recht. Oh Jesus. Weißt du, was ich jetzt mache? Frontalangriff mit der Shotgun ist immer noch der beste. Schmugglerring. Erzähl mir was. Ich kriege sie alle. Ich könnte mir selbst auf die Schulter klopfen, aber mal im Ernst. Das sind keine Blutrünstigen. Ja, ist ja gut. Du willst halt drei, also musst du kurz warten. Diane, Liebste, es tut mir leid, aber ich werde mich heute wieder verspäten. Rosenberg will mit mir über Fontaine sprechen. Ich versuche hier einen ordentlichen Finanzmarkt aufzubauen und alles, woran dieser Idiot denken kann, ist Adam hier und genetische Veränderung dort. Ich werde eine Stunde lang so tun, als ob ich dem armen Kerl zuhöre. Es verwirrt mich, wenn zwei davon reden. Fuck. Oh Gott, zurückgehen und mich nochmal heilen. Oh Gott, das ist verwirrend, wenn einmal eine Durchsage kommt und wir gleichzeitig ein Tape von ihm anhören. Was ist eigentlich hinter dieser Tür? Für
Mehr Tapes. Rapture verändert sich. Doch Ryan sieht die Wölfe im Wald nicht. Dieser Typ, Fontaine, er ist ein Gauner, Gott. Ein richtiger Dieb. Aber er hat das Adam. Und deshalb hat er hier das Sagen. Er steckt die Profite wieder in die Entwicklung noch besserer, noch stärkerer Plasmide. Außerdem baut er die Fontaine'schen Armenhäuser, die in Wirklichkeit Rekrutierungsbüros sind. Er wird im Handumdrehen eine Armee von Splicern haben und dann wird's uns ganz übel ergehen. Ich sag's euch. Ich sag's euch. Ihr habt es zuerst gehört. Denkt dran. Wenn ihr blutend und gurgelnd auf dem Boden liegt. Sehr gut. Du bist mein Freund, hä? Wir sind Freunde jetzt. Das ist schön. Ich weiß nicht warum, aber ich fühle mich schon ein bisschen sicherer. Was ist was? Kannst du ein bisschen spezifischer sein? Wer hat das gesagt? Ich hier. Ich vergeude mein Ladies und Gentlemen! Dammit. Erst hätte so gut gesessen. Klein bisschen zu weit nach vorne gezogen. Schauen wir doch einfach mal an, dass wir den... Holy shit, da müssen wir erstmal direkt... Ja, okay, das wird nichts. Lass uns das nochmal testen. Das ist ja mies. Da muss ja direkt erstmal was finden. Muss dann direkt in die andere Richtung leiten. Runter, runter, raus. Am besten irgendwie so. Querstück. Wunderbar. Autohacker, Kontaktminen und ionische Schrot. Alles drei Sachen, die man gut gebrauchen kann auf jeden Fall. Wenn man am Leben bleiben will. Aber es ist, weiß nicht, wer will das nicht? Das ist, glaube ich, eine gute Voraussetzung. In dem Spiel, am Leben bleiben zu wollen. Pro-Tipp, sterbt nicht. Ja, noch feines ultra viel Whisky, aber ich will jetzt erstmal nicht dicht sein. Sondern mich hier nochmal ganz kurz umschauen. Ohne hin und her zu wanken. Verdammt nochmal, so Whisky. Ich kann es nicht lassen. Ohne hier hin und her zu wanken, wollte ich sagen. Schauen wir, dann muss ich mich korrigieren. Oh Herr, ich hab dich für Geld verraten. Und was hab ich jetzt? Nitro Splicer. Wow. Das ist fucked up. Okay. Da habe ich zu schnell. Habe ich zu schnell gewechselt für das Game? Aber es war schon ziemlich awesome. Aber dass ich das Spiel gleich zerstöre, hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Was ist in diesem Klos? Was ist in diesem Klos? Goddammit, MG-Patronen, die ich nicht brauche. Kontaktminen, die ich nicht brauchen kann. Oh Gott. Ich bin viel zu ausgestattet. Ich glaube, ich soll irgendwie ein bisschen mehr wildwechselnd rumballern und nicht so gute Headshots setzen. Das ist der Sünde los! Das ist Spider Splicer. Ich hab's genau gesehen. Muss doch einfach mal ein bisschen auf die rabiate Tour. Ja, ich. Natürlich die taktisch unkluge, aber die rabiate. Hab ich genau gesehen, wie du da reingegangen bist. Wo bist du, Splicer? The fuck? Ist mir gerade eine Kiste auf den Kopf gefallen? Was ist denn gerade los mit diesem Spiel? Okay. Ja. Ich spiele eben die 1.0er Version. Was beschwere ich mich überhaupt? Es ist ultra stabil für eine 1.0er Version, von dem her. Um genau zu sein, stabiler als viele Spiele, nachdem sie schon ein paar Mal gepatcht wurden. Also von dem her braucht man sich bei Bioshock absolut nicht beschweren, selbst wenn man die erste Version spielt. Hier. Oh yeah, Panzerbrechen MG-Patronen. Das ist gut. Die gab es, glaube ich, noch nicht mal wirklich bei Läden zu kaufen. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, dass die... Zu Besuch beim Abschaum der Menschheit über euch! Oh yes, der war schön. Das ist dann auch gut mit der Liebe, aber der war schön. Ja,
gleich, Atlas. Todeskampf und so. Holy fuck, okay. Alles gehört, hat gut funktioniert. Also haben wir unsere Fotos und können dann beim nächsten Mal unseren Weg zurück so langsam antreten. Aber erst nachdem wir uns den Bereich hier noch ein bisschen besser angeschaut haben. Bis dahin, haut rein.